Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Bruder ist heute auch mal mit. Ist echt nicht, tut mir leid. Alles gut. Wir reagieren nämlich heute auf. Kann ich nicht lesen, ich bin so dumm. Kannst du mir. Der tragische Verfall von Horror Games. Oha, okay, nice. Wir reagieren nämlich heute darauf, weil, jetzt, warum? Wir hatten nämlich dieses Gespräch heute, ich bin lag heute noch im Bett, früh, und da kam Jaro nämlich zu mir her und hat gesagt, ey, warum spielst du kein, Poppy Playtime? Da hab ich ihm gesagt, weil es, zu kindlich ist. Ich mag die Horror-Games nicht, die halt sehr kindlich sind. Und genau das ist jetzt das Ding, warum wir heute darauf reagieren. Jaron mag nämlich die kindlichen Horror- oder du magst doch Poppy Playtime. Ja, aber die Charaktere, die Spielatmosphäre nicht so. Okay, Jaron hat nämlich hier auch einen süßen kleinen Poppy Playtime. Oder heißt er so? Nee, er heißt Hagi Wagi. Ah, Hagi Wagi. Und ich bin eher so der Horror-Game-Ding, der halt, ja, Outlast spielt. Wir schnackeln mal kurz rein. So, auf süß. So, und jetzt. Abfahrt Ehre, würde ich sagen. Check den ab, der ist übel nice. Okay, let's go, rein da. Ich liebe Horrorspiele. Zumindest hätte ich das vor einigen Jahren noch so gesagt. Kannst du alles hören? Irgendwie haben sie aber zumindest für mich einfach nicht mehr den Charme Hello von Neighbor. Früher. Und anstatt wirklich innovativ und gruselig zu sein, wirken sie mittlerweile nur noch wie simple Geldmaschinen. Das war gerade Spiele werden gerusht, Trends werden kopiert, Charaktere werden extra für Kinder designt und das alles das nur um Merchartikel die zu verkaufen. Ja, man könnte sagen, ich bin enttäuscht. In diesem Video schauen wir uns also an, wie sich Horrorspiele in den letzten Jahren verändert haben, welche Probleme es dabei gibt und wieso mir das fast ein komplettes Genre versaut hat. Also wir reden für NPC. Um das Problem verstehen zu können, müssen wir erstmal zwischen zwei Kategorien unterscheiden. AAA-Horrorspielen und Indie-Horrorspielen. Während AAA... Ja, aber was magst du eher? So Indie-Horror-Games oder AAA-Horror-Games? Weil AAA-Horror-Games ist, glaube ich, so Outlast und Indie-Games ist dann wie Friendbow und so. Also was magst du so mehr? Na, erstmal du. Okay, ich mag beides eigentlich. Ich mag eigentlich mehr Indie-Games. Ich auch, also beides auch. Okay. Die Spiele von großen und etablierten Entwicklerstudios entwickelt werden, die dadurch natürlich einiges an Geld, Mitarbeitern und anderen Ressourcen zur Verfügung haben, werden Indie-Spiele in den meisten Fällen von eher kleineren Teams entwickelt. Diese haben obviously nicht super viele Möglichkeiten und sind deshalb oft nicht so umfangreich oder polished wie AAA-Spiele. Trotzdem sind die Spiele dadurch nicht unbedingt schlechter und erst recht nicht unerfolgreich, ganz im Gegenteil. Ja, das bekannteste Beispiel für Indie-Horror ist wahrscheinlich FNAF. Und muss ich dazu wirklich irgendwas sagen? Genau, jetzt kommt nämlich der Punkt. Ich finde FNAF auch cool, bin ich ehrlich. Ich mag das, aber nur 1 bis 4. Was danach kam, das ist ja eher so ein bisschen mehr für Kinder. Das mag ich dann nicht mehr so. Aber meinst du, magst du noch Sister Location hier mit den... Was ist denn nochmal Sister Location? Das, wo die alle so elektronisch sind, also hier die, wo die dann alle hier so weiß sind, hier der Freddy, der Bonbon ja, und dann noch, ja. Ja. Geht. Ich mag wirklich 1 bis 4 echt mehr als die anderen. Aber die 4, die gefällt mir nicht, weil das ist alles nur in den einen Zimmer. Ja, das ist, aber von der Atmosphäre her halt. Oh, Junge! Wir haben echt coole Kopfhörer. Nämlich hatte die Jahre noch. Ich habe nämlich sogar gar keine mehr. Das sind nämlich mit Angry Birds. Und Angry Birds. Dieses Spiel war so erfolgreich, dass es nach kürzester Zeit zu einem riesigen Franchise voller Sequels, Fangames, Comics, Plüschtiere und auch hier, die was ich auch, auch immer geworden ist. Und bald kommt dann sogar ein kompletter Film dazu raus. Des Spiels ist relativ simpel. Man arbeitet als Nachtwächter in einer Pizzeria und muss auf die sogenannten Animatronics aufpassen, die einen im Endeffekt angreifen wollen. Dabei kann man das ganze Wenn du auch irgendwas sagen willst, kannst du auch einfach stoppen. Ne? Gebäude über die Kameras beobachten und zum Beispiel auch das Licht anmachen. Das Problem dabei ist aber, dass man nur begrenzt Strom zur Verfügung hat und wenn der leer geht, hat man quasi verloren. Jetzt muss man simpel gesagt einfach nur 5 Nächte überleben und dann hat man das Spiel durchgespielt. Und ja, das war ziemlich erfolgreich. Boah, und what? Ja, okay, Marketplayer, ja gut, okay. Einfach Hund, Junge. Ey, nicht schlecht. Achso, ist alles von dem. Ich dachte, hier war auch mal eins dabei von Creepypasta. Ah, nee, alles gut.
Das war ziemlich erfolgreich. Und auch ich fand das damals ziemlich gut. Das ist ja auch der Punkt. Indie-Games können ja auch cool sein, aber wenn die nur auf Geld ausgelegt sind, dann sag ich, dann... Warum? Ich finde es zwar gut, dass es zwei Genres mittlerweile gibt, so eher für die Erwachsenen und eher für die Kinder, aber wenn die bei den Kindern nur so Merch und irgendwas reinmachen für Geld, finde ich das nicht so geil. Gruselig. Die Atmosphäre des Spiels ist, um ehrlich zu sein, aber echt nicht bad. Und zumindest ich war beim Spielen permanent unter Stress, weil halt jeden Moment irgendwas passieren könnte. Bis zum vierten Teil blieb dieses Prinzip relativ gleich. Es gab zwar die ein oder andere Neuerung, aber im Kern saß man in jedem Spiel weiterhin in einem Raum und musste eben vor den Animatronics aufpassen. Doch 2016 versuchte der Entwickler etwas Neues. FNAF World wurde veröffentlicht und dieses Spiel war irgendwie anders. Kennst du das? Es war nichts mehr von der dunklen Atmosphäre von damals und alles war viel bunter und netter. So haben die das gemacht und das mag ich. Klar, das Spiel an sich ist zwar nur ein Spin-Off, aber ich finde, daran erkennt man die Veränderung vom FNAF-Franchise ziemlich gut. Spiel das bitte nicht. Parallel wurde nämlich einiges an Merch verkauft, der vor allem auch an Kinder gerichtet war. Und auch wenn weiterhin typische FNAF-Games veröffentlicht wurden, veränderte sich das Franchise. Und das ist eine Ego-Perspektive, also wie in echt jetzt hier kannst du das spielen, das ist First Person, also hier mit der Brille hier. Kannst du auch das spielen? Oh, ey, das wollte ich schon immer mal machen, aber das Problem ist, die VR-Brillen, die sind so teuer. Oder ist das mit VR-Brille? Ja, klar. Bei mir, ich zeig das dann nachher auf der PlayStation 4, da haben sie es auch. Okay. Das ist eher in eine kindliche Richtung. Guck mal, wie sie das gemacht haben. 2021 wurde dann nämlich Security Breach veröffentlicht. Ja, und das ist halt so der Punkt. Ich mag die Horror-Games nicht. Aber du magst ja die. Ich wollte es mal durchspielen, aber ich bin nicht durch. Ich bin ja noch am Anfang hier. Ach so. Ich habe erst angefangen. Ja. Licht und. Du weißt nicht, warum das immer. Nee, ich mag die. Jetzt haben wir einen guten Vergleich. Die alten FNAF-Games, die haben einfach so mehr Horror, finde ich. Weil bei Security Breach passiert nicht mehr so viel. Ja, ich kann es auch verstehen. Ich bin ja nicht sauer. Okay. Sieht halt gar nicht mehr wie die ursprünglichen FNAF-Teile aus. Versteht mich nicht falsch. Das Spiel ist nicht mal unbedingt schlecht oder so. Es ist einfach. Anders. Ja. Alles ist bunt, die Animatronics reden jetzt sogar und die Welt wirkt super lebendig. Das ist halt ein riesiger Kontrast zu den alten Teilen, die eigentlich sehr düster waren und bei denen man beim Spielen sogar ein gewisses unangenehmes Gefühl hatte. Jetzt läuft man halt in diesem bunten Gebäude rum und zumindest ich finde die Animatronics nicht mal mehr ansatzweise gruselig. Und Monty, aber ja, wenn man sein Spiel an Kinder... Der schnellste Animatronic von FNAF World. Echt? Ja, das hat mir einer gesagt, das musst du mal gucken, das ist einer, der hat auch die ganzen FNAF-Spiele gespielt und der hat nämlich das gesagt, dass das der schnellste Animatronic im ganzen FNAF-Universum ist. Boah. Das Krokodil. Na, an Preis verkauft man natürlich auch viel mehr Merch. Er kann auch sehr andere Entwickler haben also gemerkt, irgendwie kann man mit Maskottchen ziemlich viel Geld verdienen. Und hier also ich finde es ja nicht schlimm, wenn man Merch verkauft, aber ey, komm, das... Mein eigentliches Problem mit dem Genre erst an. Wir reden von Poppy Playtime. Oh, yeah. Poppy Playtime war bei Release 2001. Und Hanno. Hanno. Geil. Hand of Blood und verspieltes Gnu. Nice. 21, unfassbar geil. Boah, einfach so eine Million Aufrufe. Naja, bei Hand of Blood ja auch. Ja, und ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht ganz Poppy wieso. In Poppy Playtime spielt man einen ehemaligen Mitarbeiter einer Spielzeugfabrik, der herausfinden möchte, wieso diese Fabrik... Das ist halt auch wieder so, diese Quietsch-Grafik mag ich halt nicht. Also, ich sprich mich überhaupt nicht an. Ich finde nichts, ich habe gar nichts dagegen, aber ich finde es nicht so geil. Naja, mein Kopf auch jetzt wieder rausgefallen. Meiner auch noch gleich. Mittlerweile verlassen ist. Nach der Zeit findet man den sogenannten Grab Pack, mit dem man dann zum Beispiel Rätsel lösen muss und irgendwann trifft man dann auf Huggy Wuggy. Er ist quasi so der Hauptgegner vom ersten Chapter und gleichzeitig auch das Maskottchen von dem Game. Und ich bin ehrlich mit euch, ich glaube, er existiert wirklich nur für den Merch. Parallel zum Release des Spiels wurde nämlich direkt auch ein Merch-Store gelauncht, was man eventuell am Hauptmenü des Spiels erkennen kann. Hier gibt's zum Beispiel Huggy Wuggy Plüschtiere, tanzende Huggy Wuggy Kakteen oder auch absolut weirde Huggy Wuggy Witze. Witzig Namen. Davon gibt's natürlich. Ja, guck mal, hier gibt's irgendwelche Animationen. Ja, das klingt auch sowas. Ich finde es ja nicht schlecht. Wenn Kinder das mögen, dann cool. Aber warum muss man das denn so übertrieben sexualisieren, weißt du? Wie jetzt auch hier wieder mit den mit diesen Dingen. Warum muss man das denn so übertreiben? Okay. Ja, es gibt ja auch Monster School.
Das ist cool, aber ja. Ja, Monster Squid, das ist geil. Also, mochte ich früher. Ich Animationen auch, ne? Auf YouTube, die mich an die weirden neuen Folgen. Jo, das ist doch NFTs, cool. Durch die man mehr von der Story erfahren kann, und unzählige weitere Kontroversen. Dieses Spiel existiert meiner Meinung nach wirklich nur, um Geld aus den Taschen von vor allem Kindern zu ziehen. Und es funktioniert. Poppy Playtime hat es mit dem wenigsten Aufwand irgendwie geschafft, unfassbar erfolgreich zu werden. Also ernsthaft, jedes Rätsel ist super easy und wirklich krasse Innovationen gibt's halt auch nicht. Es ist wirklich einfach eine einzige Money-Machine, die von einem eher mittelmäßigen Spiel getragen wird. Ich check's nicht. Bei Garden of Banban ist das Ganze meiner Ansicht nach aber nochmal extremer. Garden of Banban ist ein Spiel aus dem Januar 2023, in dem man ein Palast im Kindergarten erkundet und basically herausfinden muss, was dort vorgefallen ist. Es sind auch solche Buchstaben. Einfach so solche Buchstaben. Aber ich muss echt sagen, es ist... Nee, ich hab's doch echt nicht gespielt. Ich war mir überlegen, ob ich spielen soll, aber es wäre nur durchgezwungen, bin ich ehrlich. Ich finde das nicht cool. Ich bin eher so bei Team Outlast oder Resident Evil. Und bei The Last of Us auch. Ja, aber ist The Last of Us ein Horror-Game? Das musst du doch wissen, du hast es doch schon mal gespielt. Kommt da irgendwas Gruseliges? Es ist schon gruselig, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Horror-Game ist. Naja. Keine Ahnung. Und auch eine Drohne, mit der man unter anderem Knöpfe betätigen muss, um Türen zu öffnen. Das an sich erst cool klingt, ist aber nicht wirklich gut durchdacht. Man benutzt diese Drohne eigentlich fast nur, um random Knöpfe drücken zu können. Und das war's. Ich check wirklich nicht, wieso dieses Spiel so groß auf YouTube ist, weil es echt nicht viel zu bieten. Ernsthaft, was ist das? Auch Garden of Banban hat genauso wie Poppy Playtime direkt zu Release einen Merch-Store gelauncht, der natürlich auch im Hauptmenü beworben wird. Ey, was auch sonst? Auch hier gibt's wieder eine komplette Animationsszene auf YouTube, die obviously an Kinder gerichtet ist, und es ist wirklich einfach komisch. By the way, was denkt ihr? Wie viele Teile sind bisher draußen? Das Spiel kam ja erst vor 5 Monaten raus, also kann bisher noch nicht so viel passiert sein. Im Hintergrund einfach die Musik hier von Luigi's Mansion. Hey? Hör mal zu. Da? Ja! Nee. Muss doch mal zurückspulen. Also. Was hörst du dann? Wait, was denkt ihr? Wie viele Teile sind bisher draußen? Ja! Das Spiel kam ja erst vor 5... Aber was denkst du, wie viele Teile sind draußen? Wäre ich noch nicht bestimmt eher als 2 oder 3 oder 5, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Guck mal, wann das rauskam. Am 6. Januar. Oh, Alter. Ey, wirklich. Mensch. Es tut mir leid. Ja, einfach Angst. Ich habe Angst, dass die Horrorwelt sich irgendwann nur noch über sowas dreht. Ja, habe ich auch Angst. Weil... 5 Monaten raus, also kann bisher noch nicht so viel passiert sein, oder? Ja, doch. Ich finde das gut, ich finde das Video gut geschnitten. Also, dass die ganzen Sounds sogar von alten Videospielen, das ist cool. Es ist Knus. Es gibt mittlerweile nämlich ganze 3 Teile vom Spiel. Was? Und noch dieses Jahr soll der 4. rauskommen. Die ziehen das anscheinend so durch, dass die alle 2 Monate einen neuen Teil veröffentlichen. Jedes und da kannst du dir schon denken, da steckt nicht viel Liebe drin. Wenn nur 2 Leute an einem Spiel arbeiten, kann innerhalb von 2 Monaten eigentlich nichts wirklich Krasses entstehen. Bei beiden Spielen bemerkt man aber definitiv den Einfluss von FNAF. Jedes dieser Spiele hat irgendwelche einprägsamen und einzigartigen Charaktere, die vor allem ansprechend für Kinder sind, und die werden dann natürlich in so viel Merch wie möglich verwandelt. FNAF hat damals damit angefangen, und da das gut funktioniert hat, ziehen alle anderen Spieler natürlich nach. Ehrlich, ich habe in der Stadt schon so oft Kinder mit Huggy-Wuggy-Plüschtieren gesehen, es ist insane. Und ich frage mich bei denen halt, ob die das Spiel überhaupt wirklich kennen. Ist ja nichts Schlimmes. Es ist halt alles sehr auf Kinder abgezielt, was man vor allem an der Animationsszene erkennen oder kann. Was? Aber mit Horror hat das nicht mehr viel zu tun. Solange YouTuber das aber spielen, weil es gerade im Trend ist, wird sowas natürlich nicht aufhören. Und es wird immer mehr von solchen Spielen geben. Die Frage ist sicherlich auch... Lohnen sich solche Spiele nicht vielleicht sogar mehr für YouTuber und Streamer? Während ein Outlast im Vergleich zum Beispiel wirklich gruselig ist und einige Szenen echt nicht für jede Altersgruppe geeignet sind, ist ein Garden of Banban das komplette Gegenteil davon. Man braucht sich als Creator einfach keine Sorgen um die Monetarisierung machen, und im Gegensatz zu Outlast oder Resident Evil kann sich das wirklich jeder ohne Probleme angucken. Vielleicht werden Horrorspiele mittlerweile auch danach entwickelt, wer weiß.
Auf jeden Fall ergibt dieser Maskottchen-Horror business-technisch absolut Sinn, da Kinder als Zielgruppe in den meisten Fällen viel profitabler als eine ältere Zielgruppe sind. Spiele wie Poppy Playtime oder Garden of Banban sind obviously auch ziemlich schnell entwickelt und man muss für die Entwicklung so gut wie gar kein Geld ausgeben, was den Profit natürlich nochmal mehr steigert. Trotzdem sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man nicht doch lieber ein actual gutes Spiel entwickelt, als eine reine Money Machine. Das alles heißt aber natürlich nicht, dass jedes neue Horrorspiel instant schlecht ist, auf gar keinen Fall. Ein Outlast Trials zum Beispiel funktioniert für das, was es ist, wirklich gut und auch ein Resident Evil Village ist alles andere als schlecht. Man merkt aber definitiv, dass Horrorspiele immer weiter in diese Maskottchenrichtung abdriften und... Ja, und ich habe voll Angst, dass nur noch solche Games rauskommen. Ich auch, ich würde gerne, dass noch mehr FNAF-Games rauskommen. Ja, oder einfach mal, weiß ich nicht, dass man sich auch mal wieder... Dass es nicht so krass nur auf Geld aus ist, weißt du? Ja, aber weißt du, was cool wäre? Einfach noch ein Outlast-Game. Boah. Outlast 3. Da gibt es nicht eins, auch da, wo man online spielt. Ja, Outlast Trills. Ja, hat er ja auch. Das macht aber keinen Sinn. Echt nicht? Weil da bist du nur online, das ist doch blöder. Ja, kannst du das nicht auch alleine spielen? Ja, aber es macht keinen Sinn. Will ich auch irgendwann mal spielen. Oft nur entwickelt werden, um das nächste FNAF zu werden. Was echt schade ist. Und an die Creator, bitte unterstützt solche Spiele nicht, wenn sie komplett offensichtlich nur für den Merch und für den Profit existieren. Entwicklungszeiten von 2 Monaten für ein ganzes Spiel sind absolut nicht normal und sollten eventuell einfach mal hinterfragt werden. Naja, ich gehe da mal mein Pepperwoods Roblox Horrorspiel spielen. Wir sehen uns. Roblox. Yo! Okay, also wie fandest du's? Gut erklärt, aber meistens war fast nur FNAF mit drin, aber es geht. FNAF und Outlast macht ja mehr Sinn. Ja, also ich verstehe es, ich bin auch komplett bei Ihnen, zu 100%. Man darf, aua, oh, überall geklemmt. Nee, aber schau, geht bitte rüber, er macht so gute Videos, es ist einfach... Da war, ey komm, ich bevor knall Minecraft da jetzt auch ein Abo rein, ist mir egal. Ich finde, der macht gute Videos und jetzt, ja, wir haben das meist ja schon im Video erzählt, ja. Schreibt einfach mal eure Sachen in die Kommentare und ich würde sagen, sehen wir uns dann, nächste Woche wieder. Danke.